Sie ganz herzlich begrüßen, Sie, die Magnificenz, die Präsidenten, die Kollegen, die Mitautoren, die Freunde und natürlich auch die Familie. Ich denke dabei natürlich auch an alle diejenigen, die jetzt im Sandsturm oder durch den Corona-Effekt, es ist ein Drittel der geladenen Gäste, die in 2 Tagen absagen musste. Ich denke ganz besonders an Sie, weil sich alle so gefreut haben wie ich, dass wir einander begegnen können. Und ich darf Sie ganz herzlich begrüßen hier im Kaisersaal der Parlamentarischen Gesellschaft des Deutschen Bundestages. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Sie überlegt haben und gerätselt haben, warum werden wir an das Zentrum der Demokratie eingeladen? Was hat das mit uns zu tun? Das Rätsel ist ganz leicht zu lösen. Sie wissen ja, dass ich fast 10 Jahre das Glück hatte, hier im Zentrum Politik mitgestalten zu dürfen. Und es wurde durch meine Lebensziele, die Menschenrechte lebendig werden zu lassen, immer zu einem Ort der Begegnung und des Dialogs. Und das war ganz einfach so, dass ich neben meinen politischen Aufgaben, das gehört dazu, Krisen sind Chancen, das ist ja unser Thema, davon haben wir heute ganz viele, dass ich neben meinen politischen Aufgaben jedes Jahr 2.000 Bürger eingeladen habe, 500 schwer von Krisen Betroffene, gemeinsam mit 500 noch nicht Betroffenen, meine Mitarbeiter von früher lächeln schon an diese großen Unternehmungen, die wir geleistet haben, sodass das Hauptziel nicht nur war, den Schnupperkurs Politik zu erleben und zugleich die Stätten der Kultur zu begreifen mit allen Sinnen, sondern das Hippencurriculum, einander verstehen, miteinander leben. Und so wurde ganz selbstverständlich der Deutsche Bundestag sehr früh zu einem Ort der Integration und der Inklusion. Und das ist der Grund, warum ich dieses Buch, was im Untertitel heißt Integration, Zauberformel oder Komplementärkompetenz. Es fällt nämlich nichts vom Himmel. Und weil dieser Ort bahnbrechend dafür gewesen ist und ich dieses wohl als allerletztes oder allerjüngstes Buch, aber bei einer, wie habt ihr mich immer genannt, eine Exotin des Deutschen Bundestages, da weiß man nie, was sie wirklich davon einhält. Also ob es das allerletzte ist, kann ich noch nicht versprechen. Aber das ist zugleich der Grund zu sagen, gelingendes Leben, Krise als Chance für Personen und Gesellschaft mit dem Untertitel zur Inklusion. Und es ist zugleich das Zeichen für eine neue Dekade, für einen neuen Lebensabschnitt. Ich habe es schlicht Dekadenauftakt genannt. Ich wollte mir lieben Gott nicht ins Handwerk halten. Er wird es schon richtig machen, wenn es ein buchfreies und ein autorenschaftsfreies Leben werden würde. Ja, und diese Gelegenheit habe ich nun auch, Ihnen an der Präsentation zu danken, für all die Kollegen, die mich in diesen 7 Lebensabschnitten begleitet haben, angefangen in Wissenschaft und Universität, fortgesetzt in der evangelischen Kirche in Deutschland und in der Diakonie, weitergeführt in den Weltkirchenrat und in den Lutherischen Weltbund, nicht zuletzt in die deutsche UNESCO-Kommission und die Krisenherde in Tschernobyl und Südafrika. Alles das ist ohne die Treue und Begleitung von Freunden kaum denkbar. Erlauben Sie es, dass ich stellvertretend meinen Dank ausspreche demjenigen, der vor einem halben Jahrhundert im Ministerium für Bildung und Wissenschaft den Beginn der Zielgruppenarbeit in Deutschland startete, Ministerialdirigent
Dr. Axel Vulpius. Und dieses Konzept hat sich über die Jahre als Quelle der Integration und Inklusion erwiesen. Erlauben Sie, Herr Dr. Vulpius, derjenige, der der Anwalt, der Initiator und der Förderer zahlloser Projekte gewesen ist und darüber hinaus der Inspirator, immer inspirierend, dass ich Ihnen das allererste Exemplar überreiche. Es ist ganz selbstverständlich, dass Sie alle es auch zur Begleitung bekommen. Aber jetzt gilt Ihnen mein Dank. Bevor wir jetzt das Wort übergeben, Sie haben schon festgestellt, dass unser langjähriger Bundestagspräsident Herr Lammert amtsbedingt nicht in Person unter uns sein kann, aber er hat eine wunderbare persönliche Ansprache per Video zu uns geschickt. Wir werden ihn hören. Gott sei Dank wird Herr Professor Dr. Dr. Antes die Buchpräsentation vornehmen. Ich danke ganz besonders. Ihm folgt Herr Dr. Vulpius und dann der Präsident meiner Leibniz-Universität Hannover, Magnificenz Epping. Und im Anschluss daran von der Vertreter des Landes Nordrhein-Westfalen, Staatssekretär Marc Speich, mein allererster Büroleiter gewesen. Und schließlich abgeschlossen durch Professor Dr. Grebing, der Leiter des Archivs in Treptnitz für Heilpädagogik. Das Ganze wird begleitet und umrahmt von Musik. Musik ist höhere Offenbarung. Es hat uns begrüßt die Geigerin Mio Sasako, eine Stipendiatin aus Japan, die ich ein ganzes Leben begleiten durfte, und die Flötistin Jule Luca Stegemann, meine Großnichte. Ja, und wir haben auch einen Pianisten hier, der sie begleiten wollte. Aber das Leben ist ja wundersam und er prägte den Begriff, ach Frau Schuchas, wir haben heute ein Luftklavier. Und da wir ja in der Nähe des Brecht-Theaters am Schiffbauerdamm sind, wo es so schön heißt, die Verhältnisse, die sind nicht so, nehmen wir doch diese Krise als Chance und freuen uns. Und das erlaube ich mir zu sagen, ich verrate es. Jule Luca Stegemann hat vor wenigen Tagen zum zweiten Mal den ersten Preis im Bundeswettbewerb Jugend musiziert mit Querflöte und Piccoloflöte gemacht. Und ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass deine Musik unendlich vielen Menschen zum Segen wird, wie du es schon immer getan hast. Und wir gratulieren. Und den Pianisten Konstantin Barzanten, der so großzügig war, dem Luftklavier den Namen zu geben. Nach diesem geistigen Höhenflug kommt der kulinarische in der Belletage der Parlamentarischen Gesellschaft mit Blick auf den Spreebogen, die venezianische Treppe zum Parlamentsbibliothek und das Theater, zitiert, am Schiffbauer Damm. Dann haben Sie 2 Stunden Zeit, Dialog und Begegnung miteinander zu erleben. Danach werden wir um 3:30 abgeholt, das heißt 3:15 Aufbruch, um die Highlights des Deutschen Bundestages zu erleben. Wir beginnen in der Kuppel und wem muss ich das sagen? Sie hat eine Spirale aufwärts und eine Spirale abwärts. Also den Komplementärspiralweg, Krise als Chance. Als ich das Norman Foster 99 sagte und ihm gratulierte für die Botschaft in Stein, Glas und Metall, sagte er, Frau Abgeordnete, es gibt keinen anderen Wegmöglichkeit auf die Kuppel. Kann man meine Theorie besser belegen? Sie dürfen sie selbst erleben. Dann kommt das zweite Highlight, die Kapelle mit der wunderbaren Öka-Nadelkunst.
Und mein allererster Mitarbeiter im Wahlkreis und im Bundestag, Herr Dirk Heuer, ich sehe ihn natürlich, er zieht sich da. Dirk Heuer lädt uns ein zu einer Andacht und zu einer Meditation der Stille. Durch ganz neuartige Entwicklungen des Terrorismus und Sicherheitsbedingungen, ich habe 16.000 Menschen durch den Bundestag geführt, jetzt darf es eine Abgeordnete nicht mehr selber tun. Wir dürfen auch nicht mehr auf die Präsidialebene mit der Christo-Ausstellung, auch nicht auf die Fraktionsebene mit der einzig tragenden Wand im Raum der CDU, wo das Daumenkreuz hängt. Die beiden Dinge dürfen wir uns nur denken, aber wir erleben die Kuppel und die Kapelle und so es noch einen Glücksfall gibt, gehen wir unterirdisch durch den Tunnel, vorbei am Brandtunnel von des Lübbe, sogenannten berechtigt oder nicht berechtigten Brandstifters und der ganzen Installation der Bausteine aller Abgeordneten des Reichstags seit 1919, des Bundestages bis 2000. Dort finden Sie Meilensteine und leider auf der anderen Seite den von Hitler. Der Seinige ist ständig gestohlen. Mein berührt niemand. So unterschiedliche Verständnisse der Demokratie. Danach werden wir in die parlamentarische Gesellschaft hier zurückkehren zu Tee, Kaffee und Petit Four und Sie gehen bereichert mit Ihrer Karikatur und dem Buch, so Sie es wollen, zurück zu Ihrem gelingenden Leben nach Haus. Und nun dürfen wir uns freuen, Jude, an deiner Musik und du sagst uns, was du nun ohne Klavier, Krise ist eben schon, jetzt kannst du dein künstlerisches Fantasie uns noch mehr schenken und sagst uns, was du spielst. Ich spiele jetzt von Zimmermann die Fantasie in C-Dur für Soloflöte. Ich begrüße Sie auf diesem Wege alle herzlich zur Präsentation des neuen Buches von
Erika Schuchardt, Gelingendes Leben, Krise als Chance für Personen und Gesellschaft. Erika Schuchardt und mich verbindet eine gemeinsame Zeit, lange gemeinsame Zeit im Deutschen Bundestag und vor allem die gemeinsame Überzeugung von der überragenden Bedeutung von Kultur für den inneren Zusammenhang jeder Gesellschaft. Aus genau diesem Grunde kann ich heute auch nicht in Berlin dabei sein, weil ich an einer großen Kulturkonferenz in Hamburg teilnehme, an der vermutlich auch Erika Schuchardt teilgenommen hätte, wenn sie nicht zum gleichen Termin ihr neues Buch in Berlin vorstellen würde. Erika Schuchardt hat einen Großteil ihres Berufslebens der Entwicklung und Umsetzung von Konzeptionen gewidmet, die sich mit Krisensituationen beschäftigen, mit persönlichen und gesellschaftlichen Krisen und Wegen, die aus der Krise führen und möglichst nicht irgendwie aus der Krise führen, sondern die Betroffenen, wenn eben möglich, gestärkt daraus hervorgehen lassen. Mit ihrem neuen Buch »Gelingendes Leben« legt die Erziehungswissenschaftlerin, langjährige Vizepräsidentin der deutschen UNESCO-Kommission ihre langjährigen Forschungsergebnisse und ihre Praxiserfahrung in einem zusammenfassenden Handbuch vor, wo es um den Umgang mit schweren Krisen geht, persönlichen Krisen, gesellschaftlichen Krisen und ihrer Forderung nach Inklusion, die Erika Schuchardt nun schon seit vielen Jahren und Jahrzehnten vermittelt, nicht nur als Wissenschaftlerin, sondern auch in der Praxis, sowohl in der Erwachsenenbildung, dann aber eben auch in der Wahrnehmung öffentlicher politischer Ämter. Schon ihr Buch »Warum gerade ich?« ist inzwischen in zahlreichen Auflagen erschienen, in mehrere Sprachen übersetzt worden. Das alleine zeigt die Relevanz des Themas und das große Interesse, das es daran nicht nur hierzulande gibt. Die gute Nachricht ist, jeder kann lernen, Krisen als Chance zu begreifen. Erika Schuchardt will mit ihren Büchern Mut machen, Lebenschancen für alle Menschen zu begreifen und auch tatsächlich zu ergreifen und wahrzunehmen. Konkret lautet ihre Forschungsfrage: Was kann eigentlich getan werden, um von Krisen getroffene Menschen aus der gesellschaftlichen Isolation, der gefühlten oder tatsächlichen gesellschaftlichen Isolation, in die Gemeinschaft wieder zurückzubegleiten? Nach der Analyse von 6000 Lebensgeschichten aus 4 Jahrhunderten hat sie Muster identifiziert, wie Menschen mit solchen Situationen umgehen können und wie sie daraus möglichst gestärkt hervorgehen sollen. Sie veranschaulicht diese Krisenbewältigung plastisch als einen Spiralweg in 8 Phasen. Davon verstehe ich zugegebenermaßen nichts, jedenfalls nicht genug. Eher schon von Ludwig van Beethoven. Bei ihrer Analyse von Lebensgeschichten ist Erika Schuchardt natürlich nicht zufällig auf Ludwig van Beethoven gestoßen, den großen deutschen Komponisten, an dessen 250. Geburtstag wir in diesem Jahr besonders intensiv erinnern. Er litt bekanntlich mit zunehmendem Alter und vergleichsweise schon in frühem Lebensalter an einer Ertaubung, und ihm machte, was ja sofort jedem begreiflich sein muss, der dieses Schicksal nicht persönlich erleben musste, ihm machte besonders die daraus resultierende gesellschaftliche Ausgrenzung zu schaffen, wie das vor allen Dingen in seinem berühmten Heiligenstädter Testament in einer erschütternden Weise zum Ausdruck kommt, die auch Erika Schuchardt gewissermaßen als Beispiel für diesen Vorgang heranzieht. Aber Beethoven ist eben auch ein besonderes Beispiel dafür, wie ein Mensch mit einer solchen Situation, die er ja als Situation nicht außer Kraft setzen konnte, dennoch fertig geworden ist, wie er gewissermaßen schöpferisch aus dieser Krise sich herausgearbeitet hat und damit dann ein großes Kapitel der Musikgeschichte geschrieben hat.
ein herausragendes, sicher nicht beliebig kopierbares Beispiel, wie aus Krisen Erfahrungen auch Chancen werden können. Ganz wichtig, und auch das kann man an diesem wie an vielen anderen Beispielen nachvollziehen, ist der Zusammenhang von persönlichen Lebensschicksalen und gesellschaftlichen Umständen. Erika Schuchert verdeutlicht, wie sehr das eine mit dem anderen eng zusammenhängt. Insofern ist Krisenbewältigung natürlich keine Einbahnstraße. Das hat immer mit den Anstrengungen des jeweils Einzelnen zu tun und mit der Art und Weise, in der eine gesellschaftliche Umgebung darauf reagiert. Die jeweiligen äußeren Bedingungen spielen natürlich eine erhebliche Rolle für die Bewältigung der jeweils konkreten individuellen Krise. Ihre Grundthese ist eigentlich recht simpel. Ich zitiere: Weniger der von Behinderung, Krise schon betroffene Mensch ist das Problem, vielmehr werden die noch nicht betroffenen Menschen ihm zum Problem, schreibt sie. Und stellt damit die vorherrschende Betrachtungsperspektive gewissermaßen vom Kopf auf die Füße, indem sie die Erkenntnis mit dem Hinweis verbindet, dass eine Gesellschaft, die von Krisen schon betroffene Menschen als Teil ihrer selbst achtet und anerkennt, sie damit eigentlich auch schon wieder in die Gemeinschaft zurückholt und einen ansonsten ungenutzten Reichtum aktiviert. Krise als Chance. Ja, Gelingendes Leben als Buch ist illustriert mit einer Vielzahl von Bildern, von Symbolen, von Fallbeispielen, mit vielen Querverweisen aus der Kunst- und Kulturgeschichte, aus der Philosophie und Wissenschaft. Das Buch zeichnet sich aus durch mehr als 30 interdisziplinäre Beiträge von nationalen und internationalen Autoren. Der Reiz des vorliegenden Buches besteht ganz wesentlich darin, dass das schwer greifbare, eher abstrakte Konzept der Resilienz, also der Widerstandsfähigkeit, der Fähigkeit des Einzelnen, mit widrigen Umständen umzugehen, und umgekehrt auch der strukturellen Widerstandsfähigkeit einer Gesellschaft gegenüber Herausforderungen, das derzeit in allen möglichen fachwissenschaftlichen Perspektiven behandelt wird, in der Psychologie, in der Organisationssoziologie, dass dies auch für interessierte Laien wie mich nachvollziehbar wird. Dem Buch und seiner Autorin ist zu wünschen, dass die heutige Veranstaltung dazu beiträgt, genau diese öffentliche Aufmerksamkeit zu vertiefen. In diesem Sinne wünsche ich dieser Veranstaltung einen großen Erfolg. Werte Festversammlung, verehrte Frau Professor Schuchert, liebe Erika, wir haben uns hier versammelt, um in der Tat, wie Herr Lammert gerade angekündigt hat, dem Buch eine entsprechende Öffentlichkeit zu geben und die Bedeutung dieses Buches zu unterstreichen. Gelingendes Leben ist in einem gewissen Sinne die Zusammenfassung all der Forschungsergebnisse und ihre Rezeption durch andere Wissenschaften, beginnend von der Physik, etwa im Beitrag von Hartmut Römer aus Freiburg, über verschiedene Heildisziplinen bis hin zu der Theologie, etwa in den Stellungnahmen der Superintendentin Bahr und des Bischofs Meister aus Hannover. Das Buch basiert somit auf dem Erfolg eines anderen Buches, das bereits erwähnt wurde, Warum gerade ich? Eine Erfolgsgeschichte, 14 Auflagen in 8 Sprachen übersetzt und damit sozusagen einem breiten Publikum aus der Fachwelt zugänglich. Es ist eine Erfolgsgeschichte, die vielleicht zusammen mit den politischen Aktivitäten von Frau Schuchert erklärt, dass sie nicht nur
wenn man bei Google Professor Schuchert eingibt, ohne Vornamen eingibt, nicht nur unter den Top 10 ist, sondern bis auf eine Position, nämlich die dritte, die Top 10 darstellt. Sie wird von Anfang an bis zum Ende immer alleine erwähnt, obwohl der Vorname gar nicht notwendig ist, um eingeführt zu werden. Das zeigt, dass wir es mit einer Erfolgsgeschichte zu tun haben. Und Herr Lammert hat ja bereits darauf hingewiesen, dass es in diesem Buch einerseits den 8-Phasen-Spiralweg gibt, als Umgang mit der Krise und Management einer Krise für das Individuum, das aber, und das ist charakteristisch aus meiner Sicht für dieses neue Buch, Komplementärmodell der zentrale Begriff geworden ist, der sich im Laufe der unterschiedlichen Auflagen des Buches herauskristallisierte und den Blick total veränderte, nämlich weg von dem Individuum, das seine Probleme mit den Krisen und ihrer Bewältigung hat, bis hin zu dem erwähnten Fall von Beethoven. Ein Blick, der also auf das Individuum mehr oder weniger sich konzentriert und jetzt geändert wird in eine Komplementärperspektive, die davon ausgeht, dass man die alten Dichotomien zwischen Kranken und noch nicht Kranken, um gleich eine Terminologie aus dem Buch zu verwenden, wir würden klassisch sagen zwischen Kranken und Gesunden, überwinden muss in einer größeren Einheit, sodass auf dieser Basis die Komplementarität eingebunden ist in den gesellschaftspolitischen Kontext und die bildungspolitischen Aufgaben. Hier liegt ja auch der Ansatz für all die Beiträge, die wir in dem Buch finden, die eben zeigen, dass dieser Ansatz der Komplementarität enorme Potenziale beinhaltet, indem eben die Gemeinschaft als solche in den Vordergrund tritt und die Bildungsaufgabe für alle in Zukunft die ist, alle irgendwie zu inkludieren und am Prozess der Krisenbewältigung zu beteiligen. Erika Schuchert tut dies aus tiefer christlicher Überzeugung. Ihre Komplementarität ist gepaart und gestützt mit Vorstellungen von der Religion. Hier ist das Buch in einem sehr hohen Maße angegliedert an Gedanken, die von Kant stammen, der bekanntlich eben die Krise als Zugefallen von Gottes Hand beschrieben hat. Und Erika Schuchert verwendet dieses Bild von der Hand Gottes in dem entsprechenden Passus in dem hier vorgelegten Buch Gelingendes Leben und geht damit über den engen Rahmen des Christentums zunächst hinaus und stellt es in einen monotheistischen Zusammenhang durch die Rede von Gott. Als Religionswissenschaftler allerdings muss ich sagen, und hier möchte ich schon aufgreifen, was Bischof Meister anmerkt, dass wir es heute in einem interkulturellen, vielfältigen Kontext sehen müssen. Und in diesem Zusammenhang möchte ich geradezu den Wunsch äußern, dass es noch nicht das letzte Buch ist, sondern dass jetzt auch der Horizont erweitert wird in Anlehnung an das, was Anton Antweiler in einem kleinen Bändchen Menschsein ohne Religion so beschrieben hat. Religion soll helfen, sich als Teil eines Ganzen und nicht als Splitter
eines Abfallhaufens zu begreifen und einzubringen und zu betätigen. Diese Vorstellung, dass Religion hilft bei der Sinnstiftung, ist, glaube ich, der zentrale Punkt, der den Ansatz des Buches und die Komplementarität in einem interkulturell vielfältigen Rahmen neu unterstreichen kann. Menschsein ist kein reiner Zufall. Menschsein ist nicht ein Verlorensein in der Individualität, sondern Menschsein ist das Wissen darum und die Überzeugung davon, dass der Mensch eingebettet ist in einen großen Sinnzusammenhang. Der wird kulturell unterschiedlich gedeutet. Er mag mit Gott verbunden sein in der Vorstellung von der Einmaligkeit des Lebens auf dieser Erde. Er kann aber auch einen großen Sinnzusammenhang ergeben im Narrativ der Wiedergeburt, des Glaubens, dass man als heutiger Mensch Glied in einer langen Kette im großen Strom des Lebens ist, der sowohl voraufgehende Leben als auch zukünftige sinnhaft umfasst. Und in diesem Zusammenhang scheint mir noch ein zweiter Ausweitungsgedanke von Bedeutung. In dem Bericht im Buch haben wir von der bereits erwähnten Superintendentin Bahr den Hinweis auf das Christentum als Liebe und Agape im Sinne der Gottebenbildlichkeit. Auch hier ist vielleicht Bischof Meister noch zu folgen, indem wir auch diesen Kreis etwas erweitern und in den Blick nehmen, dass es andere Religionen und religiöse Kulturen gibt, in der und in denen die Liebe nicht diesen zentralen Stellungswert hat, wohl aber die Solidarität. Und wenn wir gerade etwa in dem einen Bericht über den Nobelpreisträger Nash lesen, dass er sagt, eigentlich wäre sein Leben gar nicht gelungen, wenn er nicht die Unterstützung durch seine Frau gehabt hätte, dann können wir daraus den Schluss ziehen, wie wichtig es ist, Menschen zu haben, ihnen zu begegnen und zu wissen, von ihnen getragen zu sein. Diese Vorstellung findet sich in der einen oder anderen Terminologie in allen Narrativen der Weltreligionen und auch zum Teil darüber hinaus in manch atheistischen Konzepten, wie etwa dem sartreschen Existenzialismus ist ein Humanismus. Nicht in allen atheistischen Formen, aber doch in manchen ist diese Art der Solidarität ebenso tief verwurzelt wie in den religiösen Traditionen. Mit anderen Worten, wir haben es in diesem Buch mit einem Manifest zu tun, das Komplementarität und das Komplementaritätsmodell voll unterstreicht und es ausweitet in der Unterstützung durch eine sinnstiftende Konzeption der Wirklichkeit, wie sie weitestgehend in den Religionen dargeboten und in unterschiedlicher Weise interpretiert wird. Und wir haben es gleichzeitig mit der enormen, auch psychologisch höchst wirksamen Kraft der Solidarität zu tun. Solidarität von denen, die bereits betroffen sind und denen, die noch nicht betroffen sind. Sodass also in diesem Konzept verständlich wird,
dass wir hier eine Grundlage haben für bildungspolitische Konzepte und gesellschaftspolitische Aufgaben der Gestaltung unserer Wirklichkeit. In diesem Sinne wünsche ich dem Buch einen großen Erfolg, eine breite öffentliche Diskussion und Verbreitung über die deutschen und die europäischen Kulturgrenzen hinaus, in der Hoffnung und verbunden mit dem Wunsch, vielleicht auch mal diese Einengung auf Religion als mehr oder weniger nur apathisches, also gewissermaßen unbeteiligtes Teilnehmen und leidlose Perspektive oder sympathische Vorstellung im Sinne der teilnehmenden Mitwirkung hinauszugehen und das große Narrativ der vielen religiösen Traditionen mit einzubeziehen in weitere Veröffentlichungen. In diesem Sinne ist es, glaube ich, ein Moment, in dem wir Dank sagen dürfen für das Jetzige und Hoffnung schöpfen können für das Zukünftige. Vielen Dank. Sehr geehrte Damen und Herren, vor allem aber auch sehr verehrte liebe Frau Schuchardt, ich war natürlich etwas verdutzt darüber, dass ich, ausgerechnet ich, also nahezu ein Fossil, hier als Erster die Glückwunschreden beginnen sollte. Aber dann habe ich nachgedacht und mir ist klar geworden, dass wir eigentlich zur gleichen Zeit, nämlich vor einem halben Jahrhundert, Anfang der 70er Jahre, einen neuen Abschnitt unseres Lebens, zumindest einen Teilabschnitt unseres Lebens begonnen haben. Sie traten ein in die Arbeit für den Staat und ich habe, weil ich ja für Bildungsplanung zuständig war, habe mir dann vorgenommen, in der Erwachsenenbildung mal eine Zielgruppenarbeit zu entwickeln, die vorhin schon erwähnt wurde. Die Mitarbeiter des Ministeriums damals waren aber, ich sag's mal ganz salopp, arme Schweine. Der Bund hatte Zuständigkeiten in der Bildung bekommen, aber nur Mitwirkung in der Bildungsplanung. Wir sollten planen, wir durften Bildungsgesamtpläne ausarbeiten. Pläne, was sollen Pläne? Also die Ministerialbeamten waren nicht nur dumm und schläfrig, sondern wollte mehr. Ich hatte mir überlegt, man sollte die Gruppen mal einzeln und spezifisch ansprechen, also eigene, wie man damals so schön sagte, Curricula, herrliches Wort, entwickeln. Wie sollte ein Ministerium das machen? Wir hatten Geld, wir hatten die Möglichkeit, Modellversuche zu machen, aber wer? Im Ministerium gibt es dafür keine Leute. Also, ich überlegte mir, ich brauchte Agenturen. Einzelpersonen oder Institutionen, die die Verantwortung, die Durchführung, die Mitarbeit für diese Zielgruppen, Entwicklung von Zielgruppen, Curricula eben in die Hand nehmen. Ja, und so geriet ich an Sie, Frau Schuchardt. Sie waren damals schon durch Ihre gute Doktorarbeit ausgezeichnet. Und dann habe ich Sie als meine Agentur, als meinen Agenten, habe ich Sie dann auserwählt. Und so sind wir also auch zusammengekommen. Ich plante also mit Ihnen zusammen diese ersten Modellversuche und das war aber nur, was ich nicht ahnen konnte, der Anfang für ein großes Werk an nicht nur Modellversuchen, sondern vor allem an Schriften, an Büchern und Ähnliches, das Sie da entwickelt haben mit dem schönen Namen, den Sie sich dabei gemacht haben und mit Ihren großen Ideen. Schon erwähnt hatte man ja vorhin, ich glaube, Sie waren es selber, Ihre Aktivitäten, die Sie auch hier im Bundestag in die Wege gesetzt haben. Ich nenne es mal die Mega-Projekte
mit denen Sie begonnen haben, das war, also Sie müssen sich das mal vorstellen, 1000 Mitarbeiter, 1000 Behinderte und Nichtbehinderte, pardon, Sie sagen Menschen mit Behinderung, ich sag mal zwischendurch, um es kurz zu machen, Behinderte, Bürger aus Braunschweig kamen hier angereist mit Bussen. Ich habe versucht, mir mal auszurechnen, wie viele Busse das gewesen sein sollen. Also es war ein Ansturm auf den Deutschen Bundestag, der aber hier sehr mit Freude begrüßt worden ist. Jedenfalls haben die Mitarbeiter, wie ich gehört habe, das jedes Mal freundlich begrüßt. Zweimal im Jahr kamen sie angestürmt. Das ist aber nur eines von diesen, was ich Megaprojekte nenne. Die anderen sind zwar auch ganz kurz erwähnt worden. Ich will sie etwas ausführlicher erwähnen. Die Mitarbeit als, ich will mal sagen, als Engel von Tschernobyl, das war ja ein weiteres Projekt. Da wurden also tatsächlich Kinder von Tschernobyl nach dem Unglück damals hier nach Deutschland geholt, in Familien gebracht, sodass sie eine Ferienzeit hier verleben konnten. Und Frau Schuchert hat aber das organisiert, indem sie zunächst mal dorthin gefahren ist, Familien besucht haben, dort, wie Sie mir mal erzählt haben, ich glaube, auf einem Kachelofen übernachtet haben und all sowas. Das hat sie alles dort miterlebt. Das war auch eines ihrer Großprojekte. Oder auch, vorhin erwähnt, nur ganz kurz, in Südafrika. Das war im Auftrage des Internationalen Amtes für, Moment, es war das Internationale Arbeitsamt. Das war in Wien, nicht das Genfer, sondern das war in Wien. Und dort, was sollte sie tun? Sie sollte sich um eine Zusammenarbeit, eine Integration von schwarzen und weißen Schülern bemühen. Gut, sie nahm es in die Hand und sie erreichte das. Das sind also Megaprojekte von Ihnen, Frau Schuchert. Als Sie dann Bundestagsabgeordnete wurden, haben Sie also diese Projekte schon mal noch nebenher in die Hand genommen, aber dann nicht alleine. Das, sondern sie grasten auch in Nachbardisziplinen. Also schon erwähnt wurden hier die Quantenphysiker. Ich glaube, dass der Quantenphysiker Böhme heute auch anwesend ist. Und sie erreichten es, sie bezürzten ihn, habe ich fast überlegt, dazu, ihn zu bestätigen, dass der Begriff in der Quantenphysik kompatibel ist mit dem Begriff, den Frau Schuchert entwickelt hat. Ich muss sagen, alle Achtung. Ich darf jetzt hier auf Einzelheiten gar nicht mehr eingehen. Wir sind ja an 5 Minuten gebunden. Liebe Frau Schuchert, ich bin nicht nur mit losen Worten hierher gekommen, sondern mit einem Geschenk. Allerdings, wie man heutzutage sagt, einem virtuellen Geschenk. Ich biete Ihnen einen Staatsmann an, den Sie noch nicht in Ihrem, soweit ich weiß, in Ihrem Raritätenkabinett da drin haben. Ein Staatsmann, der mal zu seinen Engländern gesagt hat, jede Krise hat auch ein Türchen, durch das man hinausgehen kann. Und er soll wohl auch mal von der Krise als Chance gesprochen haben. Es war Winston Churchill. Ja, liebe Frau Schuchert, sehr geehrte Damen und Herren, zunächst erstmal herzlichen Dank zur Einladung zur Buchpräsentation. Und ich freue mich natürlich, dass Sie mir Raum geben, ein paar Worte zu sprechen zu einer unserer Professorinnen. Wenngleich ich natürlich auch sagen muss, mit Lammert und Antes kann ich nie mithalten, keine Chance. Ich bin ein schnöder Jurist und Präsident einer Universität. Aber gleichwohl ist natürlich auch notwendig, dann auch Ehre zu erweisen, gerade wenn man das Lebenswerk von Frau Schuchert so sich betrachtet. Frau Schuchert ist eben auch Professorin unserer Universität, konkret im Bereich der Bildungsforschung, Erwachsenenbildung. Das ist vielleicht auch ganz wichtig, dass man das nochmal anspricht, dass die Universitäten Bildungseinrichtungen sind und dass wir natürlich auch dafür stehen und auch als solche ernst genommen werden. Und Frau Schuchert hat eben als Initiatorin der Zielgruppenarbeit mit Menschen am Rande der Gesellschaft die Forschung in diesem Bereich, und das wissen wir alle, maßgeblich geprägt. Und deswegen ist es natürlich auch notwendig, das hier nochmal zu betonen. Und es freut mich natürlich, dass diese Forschung aus unserer Universität
durch Frau Schuchert gekommen ist. Das ist vielleicht auch ein Grund von zwei Gründen, weswegen ich heute hier sprechen darf. Mit ihrer Fähigkeit, sich in andere und deren Schicksale hineinzuversetzen und das Wichtige ist dabei, dies noch wissenschaftlich auszuwerten, hat sie ein universales Modell zur Krisenverarbeitung und Bewältigung etablieren können. Und wie Herr Lammert eben schon mal ausgeführt hat, das Ganze ist natürlich auch empirisch belegt. Es ist aufgebaut auf Tausenden von Biografien. Herr Lammert hat es richtig ausgeführt, 6000 Biografien. Und damit kann man natürlich auch belegen und aufzeichnen, wie man ein erfolgreiches Krisenmanagement darstellen kann. Im Mittelpunkt ihrer Forschung steht die Frage, wie Menschen in Krisen jeder Art, und die sind vielfältig, das hat Herr Lammert und Herr Antes sehr schön beschrieben, veranlasst werden können, ihre wahre Situation zu erkennen, was ja schon eine Schwierigkeit an sich ist, sie zu verarbeiten und dadurch natürlich neue Perspektiven eben auch zu entdecken. Das von ihr entwickelte Komplementärmodell gibt eine Perspektive für die Menschen, die sich in einer persönlichen Krise befinden. Sie geht dabei von aus, also Frau Schuchert, dass der Mensch ganz besonders dann wächst, wenn er auch anderen Menschen zum Wachstum verhelfen kann. Und da kommt der zweite Aspekt, weswegen ich hier stehe. Denn sie hat aus dieser Forschung auch den Gedanken entwickelt, den Schuchert-Preis für Talenteweckung ins Leben zu rufen. Dieser Preis ist auf der finalen Ebene. Wir werden ihn dann verleihen auf dem Neujahrsempfang der Leibniz-Universität und ist in der Universitätsgesellschaft angesiedelt. Da bin ich auch mit involviert in der Universitätsgesellschaft, weil Sie alle wissen, dass eine Universitätsgesellschaft natürlich zur Aufgabe hat, die Universität in gewisser Weise auch in Niedrigzinsphasen zu fördern, auch wenn die Förderung dann nicht so üppig ausfällt. Ausgezeichnet sollen hier werden kreative, innovative Persönlichkeiten, die mit ihrer Forschung oder mit ihrem gesellschaftlichen oder sozialen Engagement Anstöße zur Talententwicklung anderer eben gegeben haben. Mit dem Preis sollen also Menschen gewürdigt werden, die anderen trotz persönlicher Krise die Verwirklichung ihrer Talente und Chance ermöglichen. Ganz anderer, neuer Aspekt, und da bin ich sehr dankbar. So soll die Motivation geschaffen werden, in anderen eben auch in einer Krise gerade schlummernde Talente zu wecken. Und ich glaube, das steht unserer Universität ganz gut an, dass man dieses Thema auch bewegt. Liebe Frau Schuchert, die Rezensenten, wir haben zwei gehabt, Herrn Lammert und Herrn Antes, haben das Buch schon als hochrelevantes Werk dort gelobt und auch die Perspektiven gerade mit Blick auf die Inklusion aufgezeichnet. Sie beschreiben es als Zauberformel für Inklusion und Krisenmanagement und, ich zitiere ein anderes nochmal, bahnbrechend zukunftsweisend. Sie haben ein Werk geschaffen, das vorbeugend, aber auch in aktuellen Krisensituationen Ratgeber und Anleitung zugleich sein kann und so ein Anker für die Krisenbewältigung geschaffen. Sie haben es geschafft zu lehren, die persönliche Chance, das ist das Türchen, was Herr Vulpius gerade genannt hat, als Chance zu begreifen, als Tür zu begreifen. Ich wünsche daher Ihrem Buch viel Erfolg, möchte gar nicht so viel wiederholen, aber ich glaube, Herr Antes hat es zum Schluss nochmal beschrieben, breit und ausführlich, welchen Erfolg wir wünschen. Und das wünsche ich Ihnen natürlich auch. Ganz herzlichen Dank. Ich spiele von Carl Philipp Emanuel Bach, das ist einer der Söhne von Bach, aus der Solosonate, den zweiten Satz. Thank you.
liebe Erika Schuchert, meine sehr geehrten Damen und Herren, in gewisser Weise ist dieses wunderbare Querflötenspiel wahrscheinlich eine Zäsur für die heutige Veranstaltung, denn das erste Grußwort ist bei einem solchen Anlass eine Selbstverständlichkeit. Die nächsten drei sind Ausdruck besonderer Ehre und Wertschätzung, aber üblicherweise beginnt zumindest für das Publikum mit dem fünften die Zumutung. Ich kann Ihnen das nur vergelten, indem ich mich möglichst kurz fasse und auf Wiederholendes verzichte, obwohl sich genug Anlass dafür böte. Ich glaube auch, dass ich hier als Vertreter der ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehe, ist etwas unverdient. Sie haben mehrfach schon von diesen großen Fahrten gehört, die organisiert wurden mit Tausenden von Bürgerinnen und Bürgern, die nach Bonn und Berlin gebracht worden sind. Das war eine kolossale Leistung, an der ich überhaupt nicht beteiligt war. Das waren andere und ich habe lediglich ein paar Texte beigesteuert. Insofern ist es vielleicht nicht ganz angemessen. Hier müssten noch andere gewürdigt werden, die sozusagen dafür wirklich maßgeblich waren. Ich will ein paar Worte nur sagen. Wenn wir heute der bildungspolitischen Diskussion folgen, drängt sich gelegentlich jedenfalls der Eindruck auf, dass Bildung vor allen Dingen ein Instrument ist, um Berufsfertigkeit herzustellen. Das ist ein fürchterlich verkürzter Bildungsbegriff. Das ist für Sie alle hier selbstverständlich, aber ich glaube, es ist wichtig, daran noch einmal zu erinnern. Es ist ein Bildungsbegriff, der mit dem Bildungsbegriff, den Sie, liebe Frau Professor Schuchert, immer ins Zentrum Ihres Werks gestellt haben, wirklich nichts zu tun hat. Der Bildungsbegriff, an den Sie denken, der fängt im Grunde schon mit Aristoteles an. Ein Bildungsbegriff, der eben nicht auf ein äußeres Ziel hin angelegt ist, auch deshalb, weil, das hat Aristoteles jedenfalls so getan, die Welt als eine Welt des nur Möglichen begriffen wird. Eine Welt, die durch Freiheit des Handelns und durch den glücklichen Moment, den Kairos, bestimmt ist und daher nie vorherzusehen ist. Es ist eine Welt, die vor uns liegt, die nie genau vorherzusehen ist. Und deswegen wäre ein Bildungsbegriff, der versucht, diese künftige Welt abzubilden und daraufhin auszubilden auf ein Ziel, nie ein ausreichender Bildungsbegriff. Aristoteles und in seiner Tradition viele andere Pädagogen wenden den Blick nach innen, auf die inneren Talente, auf die Talente, die Möglichkeiten, die im Menschen selbst angelegt sind und begreifen Bildung seither als einen Prozess, diese Talente und Möglichkeiten hervorzubringen. Das ist ein humanistischer Bildungsbegriff, der breiter und weiter ist als der, den wir heute oft jedenfalls in den bildungspolitischen Debatten erleben. Und Ziel eines solchen Bildungsbegriffes, einer solchen Bildung, ist dann eben nie die Fertigkeit für eine bestimmte Herausforderung, sondern ist gelingendes Leben. Das ist das Ziel von Bildung und insofern ist es wirklich ein schöner Schluss, dass das Buch, das heute hier präsentiert wird, genau diesen Titel trägt, gelingendes Leben. Inwieweit Sie mit Ihren Arbeiten, liebe Frau Schuchert, genau zu einem solchen Begriff beigetragen haben, ist nun von anderen sehr viel besser, als ich das könnte, ausgeführt worden. Was ich an der Stelle nochmal hervorheben möchte, ist, dass Sie mit Ihren Arbeiten, und das sind Arbeiten in der Theorie, in der Wissenschaft, aber eben auch in der Praxis, denn Sie haben sich als Politikerin, als Bundestagsabgeordnete, als Synodale der Evangelischen Kirche, als Vizepräsidentin der Deutschen UNESCO-Kommission immer auch zur Aufgabe gemacht, das, was Sie geschrieben haben, in Tat umzusetzen. Und ich möchte das in einen vielleicht familienhistorischen Zusammenhang rücken, denn Sie stehen letztlich auf den Schultern Ihrer Vorfahren mit dem, was Sie getan haben, auf den Schultern von Hermann Schuchert, der das Hefata-Werk in Hessen gegründet hat, das heutige Hefata-Diakoniezentrum, wo damals schon dieser breite, inklusive, integrative Ansatz der Persönlichkeit verwirklicht war, sogar Stein geworden, wenn man die Hefata-Kirche sieht, wo auf der einen Seite der sakrale Raum sind, auf der anderen Seite der Begegnungsraum, der eben allen offen stehen sollte. Also die Komplementarität, die Herr Professor Antes so hervorgehoben hat, kann man da geradezu architektonisch sehen. Es geht weiter mit ihren Eltern, die durch die Plakatmission unmittelbar nach dem Krieg in Hamburg durch Bibelworte versucht haben, Menschen in Krise wieder dazu zu befähigen, ihre Möglichkeiten zu entdecken und zu verwirklichen. Und es ist dann sozusagen durch ihr Werk fortgesetzt worden, das aber eben auch eine Zukunft hat. Wir haben von vielen gehört, hoffentlich auch eine Zukunft im nächsten Buch.
Aber es gibt noch eine andere Zukunft und die hat der Professor Epping herausgestellt. Das ist der Schucher Talenteweckungspreis, den Sie ins Leben gerufen haben, der diese Komplementarität auch denkt. Denn es geht ja nicht nur um die, die ihre Möglichkeiten und Talente verwirklichen, in einer Krise möglicherweise, sondern es geht auch um die diesen, so haben Sie das genannt, sokratischen Hebammendienst leisten, die anderen helfen, die andere dazu befähigen, diese Möglichkeiten zu entwickeln und dabei selbst Lernende werden. Das ist der entscheidende Punkt. Der Bildungsprozess ist eben nicht nur auf die sozusagen beschränkt, die in der Krise sind, sondern auch die, die helfen, die diesen Hebammendienst leisten, sind Teil des Bildungsprozesses, lernen selbst. Und dieser Preis ist für alle Studierenden an der Leibniz-Universität Hannover, für Doktorandinnen, Doktoranden, für Postdocs, für Habilitanten, aber auch für Alumni und Alumni gedacht, auch für Partnerorganisationen der Universität. Das zeigt auch die Breite Ihres Ansatzes und damit lebt vieles von dem, was Sie in Ihren Forschungen begründet haben, was Sie dann praktisch in der Politik und in Ihren anderen Funktionen umgesetzt haben, weiter in einem Preis. Und ich freue mich sehr, dass ich einen kleinen Beitrag dazu leisten kann, diesen Preis dann sozusagen zu begleiten. Ich bin sicher, er wird würdige Preisträgerinnen und Preisträger finden, die ihren sozusagen Grundgedanken, die Krise als Chance zu begreifen, weiterleben werden. Vielen Dank. Sie können nicht wissen, dass mein erster Büroleiter mir das Geschenk gemacht hat, meine Stiftung zu führen, denn wir müssen ja in großen Zeiträumen denken. Herzlichen Dank. Ja, und nun darf ich als letztes und als Abschluss den Vorsteher des Archivs für Heilpädagogik, Professor Dr. Greding. Ja, ich freue mich tatsächlich, Ihnen als Vertreter des Internationalen Archivs für Heilpädagogik in Trebnitz, in Brandenburg, in der Nähe der polnischen Grenze, die Grüße der Kolleginnen und Kollegen aus diesem Archiv übermitteln zu können. Ebenfalls übermittle ich Ihnen die Grüße der Beiträgerinnen und Beiträger, die als Gastautorinnen am aktuellen Werk von Ihnen, Frau Professor Dr. Schuchardt, teilhaben konnten und einen gewichtigen Teil daran haben konnten, auch in der Auseinandersetzung mit Ihnen. Und an diesen beiden Perspektiven, an diesen beiden Punkten, wird ein wesentlicher Punkt und eine zentrale Relevanz, und das werde ich jetzt nicht wiederholen, weil das ist eben aus berufenerem Munde schon sehr deutlich geworden, Ihres Werkes deutlich, die Interdisziplinarität, ja die Transdisziplinarität, also das Überschreiten scheinbar wissenschaftsmonologischer Wege. Ich gucke mal so in die Richtung des Präsidenten, da wissen Sie, was ich meine. Also wir sind meistens auf unserer Spur unterwegs. Es gibt Gott sei Dank Menschen, die das nicht tun. Die sagen, wir sind open-minded und schauen nochmal in andere Richtungen hinein. Also genau dieses Überschreiten steht im Zentrum Ihrer Arbeit, Frau Schuchardt, und durchzieht und prägt auch Ihr neues Buch von der ersten bis zur letzten Seite. Es atmet genau diesen Geist des Dialogischen, des Wissenschaftsdialogischen. Im Internationalen Archiv für Heilpädagogik in Trebnitz versuchen wir, die Aufarbeitung der heilpädagogischen Geschichte anhand der Vor- und Nachlässe von Persönlichkeiten, welche die Heilpädagogik, aber auch die Erziehungswissenschaft in den letzten 100 Jahren in bedeutsamem Maße bereichert bzw. diese geprägt haben. So setzen wir uns nicht nur mit der Literatur dieser Person auseinander, das ist uns zu wenig. Wir erforschen auf dem Hintergrund der Briefe, der Mails, sogar der Festplatten und der Sticks, neudeutsch, sowie vielfältiger anderer Forschungs- und Kommunikationsunterlagen dieser Persönlichkeiten, wie diese Männer und Frauen in den letzten Jahren ihre Perspektive auf die Erziehungswissenschaft und auf die Heilpädagogik entwickelt haben. Und, das darf ich an dieser Stelle vielleicht schon mal verraten, auch Frau Schuchardt wird unser Archiv durch die Bereitstellung von vielen Unterlagen ihrer Forschung in der nächsten Zeit mehr als nur bereichern. Wir werden ihr in unserem Archiv ein kleines, aber feines und vor allem wissenschaftlich relevantes Kabinett einrichten, in welchem die Nutzer und die Leser und Leserinnen sich mit den Grundlagen ihrer Forschung auseinandersetzen und diese nochmal handgreiflich nachvollziehen können. So entsteht, und davon gehe ich aus, eine weitere differenzierte Auseinandersetzung mit ihrem Werk, und ich freue mich sehr darauf. Aber auch eine zweite Perspektive muss an dieser Stelle skizziert werden, nämlich diejenige der Interdisziplinarität. Frau Professor Schuchardt ist hierbei und hierzu das Risiko eingegangen, in ihrem aktuellen Werk mehr als 30 Autorinnen und Autoren zu Wort kommen zu lassen. Das ist ein Risiko. Wenn ich als Herausgeber, ich weiß, wovon ich rede, Menschen einlade, ist es wie bei Forrest Gump. Ich weiß nicht, was ich bekomme. Und ob ich diese Pralinenschachtel dann weiter verschenken will,
Das weiß ich auch noch nicht, aber es ist total gelungen. Also diese 30 Personen und Persönlichkeiten, welche ihre Perspektive auf die Krisenverarbeitung bzw. auf das Komplementärmodell wahrnehmen, diskutieren und somit in ein wissenschaftstheoretisches neues Licht stellen. So wird sowohl für unterschiedliche Ausprägungen wissenschaftlichen Denken und Handelns als auch für den Ansatz von Ihnen, Frau Professor Schuchert, deutlich, inwieweit diese weitere Relevanzen für theoretisches, methodologisches und pragmatisches Handeln erfahren können. Und es ist den Vorrednern sehr deutlich geworden, dass Sie das in Ihrer Person in den letzten, ich glaube es nicht, 80 Jahren und wir stehen an der Zukunft der nächsten 30, stimmt, Jahre, realisiert haben. Hierdurch wird es sicherlich auch zu einer Zunahme der Professionalität in denjenigen Handlungsfeldern kommen, welche dieses Modell auch aktuell weiter nutzen werden. Die Interdisziplinarität, ja das Überschreiten von disziplinären Grenzen, prägt die Arbeit von Ihnen, Frau Schuchert, auch und gerade in der Wahrnehmung künstlerischer, literarischer und philosophischer Perspektiven. Immer mit dem Hinweis der Bedeutsamkeit, diese für die Beziehungen, für die Beziehungsarbeiten der Menschen aufzubauen und aufzubereiten. Das liegt ihm am Herzen. Wenn ich jetzt erzähle, wie wir uns kennengelernt haben, war das eine sehr pragmatische Beziehungsarbeit, Sie nach Ihrer schweren OP einfach mal eine Treppe runter zu begleiten. Sie kannten mich nicht, ich kannte Sie nicht vor viereinhalb Jahren. Und dann haben wir festgestellt, ja, wir könnten auch mal zusammenarbeiten. Irgendwie geht das schon. Ja. Der Gedanke einer aufklärerischen und aufklärenden Erziehungswissenschaft durchzieht somit auch das heute vorgestellte Buch. Dieses fordert die Leser mit einer doppelten Aufgabe. Es ist uns aufgegeben, uns mit diesem Buch auseinanderzusetzen, sozusagen aufklärend unsere eigenen Perspektiven in Bezug auf Krisen und Komplementarität zu thematisieren. Wir sind angefragt, das zu tun. Auf der anderen Seite wird es aber auch immer darum zu tun sein, das immer wieder Aufgegebene dieser Krisen und des Komplementären als zentralen Punkt unseres menschlichen Handelns und menschlichen Daseins überhaupt nachzuvollziehen. Dieses ist, und hiermit nehme ich wieder die Perspektive des Internationalen Archivs in Trebnitz ein, immer auch eine geschichtliche und eine historische Arbeit, gerade heute. Und es ist und bleibt eine Aufgabe, die uns dazu verpflichtet, uns interdisziplinär und somit immer auf den anderen und auf das andere, was uns manchmal auch als fremd erscheinen mag, hinauszurichten. Vielen Dank. So, als letztes spiele ich von George Hue die Fantasie, die eigentlich für Klavier und Flöte zusammengeschrieben ist. Und jetzt haben wir uns das überlegt, weil ich spiele jetzt nur einen Teilausschnitt aus der Fantasie und jetzt ohne Klavier. Diese einmalige Gelegenheit in dieser Runde nutzen, um Ihnen, liebe Frau Professor Schuchert, ich hoffe, eine freudige Nachricht überbringen zu dürfen. Es war alles etwas anders geplant, aber wie das so ist im Leben. Mir haben Leute etwas mitgeteilt, dass sie im Laufe des Jahres eine weitere Festveranstaltung, Ehrung erfahren werden in der Staatskanzlei in Hannover.
Und zwar soll Ihnen das Bundesverdienstkreuz erster Klasse für Ihre Arbeit ausgehändigt werden und damit Ihre Arbeit ausgezeichnet werden. Und ich denke, es ist ein guter Rahmen. Dann kann sie sich jetzt schon darauf freuen, auf die nächste Ehrung. Mehr als verdient. Das wollte ich kurz mitteilen.